Alter. Ach, Mitte. Okay, ihr seid ihr eins, geheizt, also nehmt die Arme hoch für das Mile aus 3-2, breit wie drei Reihenhäuser im Neubaugebiet. Aha. Was wahrscheinlich am Kräuterschnaps liegt. Doch egal, ich bin es hip, wenn ich ein Sitzen hab. Du möchtest rappen, dann stell erst einmal dein Lispeln ab. Nutze, du hättest Mike als erster Penis einer Transe. Was wahrscheinlich daran liegt, du bist vermählt mit einer Transe. Und das tut mir jetzt eigentlich leid für dich. Bei deinem Live-Auftritt bin ich unweigerlich eingenickt. Wache später auf und sehe ein heißes Stück. An der Bar geht zu ihr und fragt nach einem Ritt. Und dann sagt sie auf die Frage, das gehört sich nicht wie Sklaven noch egal, denn sie hört sehr verliebt. Die EP auf Repeat, denn mein Rap ist vom oben herab, aber heiß wie ein Meteorit. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Oder nicht, doch wir stürmen wieder eure Bühne. Und deine Freundin sucht bereits den Schlüssel für den Keuschheitsgürtel. Meine Freunde heißen Mario und Luigi. Und dein kümmerlicher Pimmel hat die Farbe einer Bifi. Und irgendwann wirst du die Radieschen von unten sehen. Um deinen Schmerz zu äußern, gehst du Rasierklingen lutschen. Schön. Denn dein Leben ist scheiße, denn ehrlicherweise hat deine Existenz deine Eltern beleidigt. Ich weiß, da bin ich ernst zu nehmen, denn alle meine Texte sind flacher als ein LCD. Du glaubst, dass ich eine schamlose Missgeburt bin. Dass mich Leute feiern, macht dich ratlos wie Diktaturen. Ja man, das ist MK, wie er leibt und lädt. Ein Superchip und Fachmann, wenn es um Scheißen geht. Du Vollidiot, weißt gar nicht, was Flow ist. Dass jetzt der Trödeltrupp deine Platte nicht los wird. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und verbrenne ich mich daran. Ich kündige die Freundschaft an deinem Scheißvulkan, zu nicht mehr ein Joint an. Weil ich den Rest der Welt nicht ausstehen kann, versichte ich auf Backup und fange zu Bauchreden an. Deine Freundin beginnt sich ihre Vagina zu streicheln. Und sie ist nur heiß, wenn sie sich als Vulkanierin verkleidet. Und ich geb keinen Fick, denn alle anderen sind scheiße. Scheiß auf Studio-Equipment, sowas kann ich mir nicht leisten. Rap ist Musik für 13-jährige Jungen. Das ist das Alter, in dem Mädchen meistens Sailor Moon gucken. Nein, in dem Alter spielen Mädchen mit Puppen. Und Jungen spielen Fußball oder hören Tracks über Nucken und über Sex in der Gruppe. Doch bald sind sie aus dem Alter raus. Und dann werden sie Polizist oder Astronaut. Check den, jetzt ist jeder der Boss. Doch wenn ihr Kohle macht, wieso gehen eure Labels bankrott?